Herzlich willkommen. Mit zwei Übungen dein Zwerchfell, die Verspannungen sofort lösen. Die meisten Menschen sind da ziemlich verspannt. Das hat natürlich verschiedene Ursachen. Einerseits vom vielen Sitzen wird es da eng, da gibt es Spannungen, aber auch emotionale Erfahrungen, Gedanken, die in uns gespeichert sind, in unserem Bauchgehirn, da ist ja der Vagusnerv auch. Das führt auch zu Blockaden im Zwerchfell. Und die meisten Menschen haben eher eigentlich einen angespannten Atem. Und das können wir sofort verändern mit zwei tollen Übungen, die du jetzt gleich lernen wirst. Wir beginnen gleich mit einem Atemtest. Nimm beide Hände hier unterhalb der Rippe auf dein Zwerchfell. Schließ deine Augen. Und jetzt zähle einfach mal, wie lange du ein- und ausatmen kannst. Zähle die Einatmung. Zähle die Ausatmung. Angenehm, ohne Ehrgeiz. Die meisten können etwas länger ausatmen als einatmen. Sehr schön, dann öffne die Augen. Also wahrscheinlich hast du sicher 5 Sekunden ein- und ausgeatmet oder noch länger. Jetzt nimm deine Fingerkuppen. Hier ist der Schwertfortsatz, hier ist die Rippe. Und du gehst so, also nicht auf die Rippe, sondern von unten her ein bisschen rein. Und wenn du dann jetzt runter gehst, ach, dass du nicht die Schultern hochziehst. Jetzt gehst du mit dem Ausatmen durch den Mund in die Vorbeuge und drückst richtig rein, atmest ein, kommst hoch und aus. Richtig reindrücken, ein, aus. Ein, noch ein letztes Mal und aus. Und jetzt bleib ein paar Atemzüge und geh noch etwas tiefer mit den Fingern rein. Auch wenn es dich etwas schmerzt, löse die Spannungen. Atme durch den Mund aus. Ah. Ah. Nochmal. Ah. Kopf vorsichtig, langsam anheben, keinen Schwindel verursachen. Sehr schön. Das war die erste Übung. Geht noch weiter. Jetzt die Beine etwas breiter auseinander. Wir gehen jetzt mit den Händen auf die linke Seite und jetzt etwas unterhalb, diesen unteren Anteil mit den Fingerkuppen wieder dagegen rein. Und jetzt gehen wir nach links, beugen uns nach vorne und drücken links hier so rein. Wieder ein, hochkommen. Wieder ein. Und dann bleib unten und drück richtig nach innen. Wieder durch den Mund ausatmen. Kannst du das linke Knie etwas beugen. Und vorsichtig langsam hochkommen. Dann nimm jetzt die Hände unterhalb hier auf die rechte Seite, eben die Fingerkuppen der rechten und linken Hand und dann aus, nach vorne beugen. Tief hineinpressen, wieder ein und aus. Und ein. Kniebeugen hilft hier auch, und dann bleib so unter
fest hineinpressen. Richtig in Schmerz hinein, in die Spannung. Und langsam lösen, langsam hochkommen. Wenn sich heftige Emotionen lösen, kannst du die Augen offen halten, dass du dich sicher fühlst. Sonst die Augen schließen, Hände aufs Zwerchfell und jetzt atme mal und schau mal, wie du ein- und ausatmen kannst. Atme ein und atme aus. Spür mal die Qualität der Atmung. Und dann beginne es zu zählen, die Ein- und die Ausatmung. Kannst du spüren, wie entspannt dein Zwerchfell jetzt ist, wie die Atmung besser fließt, wie du mehr Luft, Sauerstoff aufnehmen kannst und auch Kohlendioxid ausscheiden kannst. Wie der Atem sanfter und ruhiger fließen kann. Und der Blutdruck und der Herzschlag sich senken kann. Und dann löse langsam die Hände, öffne die Augen. Und das wünsche ich dir, dass du das immer wieder machst, so im Arbeiten, wenn du zu viel am Computer sitzt, einfach kurz da in der Mitte und seitlich reinpressen, ausatmen durch den Mund und die Spannung löst. Und du wirst sehen, es löst sich nicht nur muskuläre Verspannung im Zwerchfell, es lösen sich auch Emotionen, Gedanken und du fühlst dich viel freier, entspannter und das wünsche ich dir im Leben. Und wenn du Interesse hast, kannst du auch den Pranayama-Kurs bei mir machen. Da lernst du ganz viele tolle Atemübungen aus dem Yoga. Herzlichen Dank. Namaste.